Willkommen zur heutigen Vorlesung. Wir werden zu Beginn nochmal einen Blick auf das Begriffsnetz werfen. Das kennen Sie sicherlich mittlerweile schon auswendig, aber es schadet nichts, auch zur Vorbereitung auf die Klausur mal an irgendeinem Ort zu beginnen im Begriffsnetz. Also nicht immer von der Person, sondern Sie können das Begriffsnetz auch mehr oder weniger von der anderen Richtung, von unten nach oben, können Sie das mal durchlaufen. Das können Sie gerne mal über die Feiertage machen. Ich spule einfach mal ein bisschen vor, das kennen Sie alles schon. Und letzte Sitzung hatten wir ein bisschen was zum Thema Determination, Notwendigkeit und Indifferenz gesagt. Dann mache ich oben rechts dann nachher auf YouTube den Link dazu rein, zu dieser Sitzung. Und jetzt kommt noch was Neues dazu. Jetzt kommt das Thema Normativität neu auf das Begriffsnetz. Das ist ein weiterer wichtiger Knotenpunkt. Ich habe ihn jetzt hier unter instrumentelle und kategorische Imperative genommen. Warum? Das kann man sich nachher überlegen. Imperative sind ja Befehle oder Formen des Sollens. Und da steckt natürlich schon die Normativität drin. Da, wo etwas befohlen wird, wo etwas gesollt wird, ob es jetzt bedingt gesollt wird, als hypothetische Imperative. Also wenn du den Konstanz-Marathon, Halbmarathon in einer Stunde laufen möchtest, dann musst du jetzt schon anfangen zu trainieren und so weiter und so fort. Dieses Müssen drückt eine Normativität aus, aber natürlich nur, wenn die Bedingung gegeben ist, dass ich überhaupt den Konstanz-Halbmarathon in einer Stunde rennen möchte. Ja. Kann ja sein, ich möchte in 2 Stunden rennen oder in 3 Stunden. Und dann muss ich was anderes machen. Ne? Es hängt also immer davon ab, was ich will, was der Zweck ist. Und danach richtet sich dann die Normativität oder das Gebot, könnte man sagen, nach der instrumentellen Vernunft. Aber es gibt natürlich noch die moralischen, kategorischen Imperative und die sind nicht bedingt. Das heißt, die gelten unbedingt, die gelten für alle möglichen Situationen. Nicht nur, wenn ich einen Halbmarathon rennen möchte. Und jetzt habe ich hier mal unterschieden. Es gibt nicht moralische Normativität. Das ist zum Beispiel juristische Normativität, wenn da von irgendeinem Sollen die Rede ist, in juristischen Kontexten mit Gesetzen. Sie wissen, nicht in allen Ländern gelten dieselben Gesetze, dieselben Regeln. Das heißt, juristische Normativität, wenn man überhaupt so davon sprechen möchte, juristische Gesetze, die sind natürlich auch irgendwie in einer Nähe zu den instrumentellen, hypothetischen Imperativen. Nicht genau, aber sie sind nicht so absolut, weil je nach Situation, es fängt ja schon an mit der Maskenpflicht, sowas wie Pflicht, wenn Sie in der Schweiz ohne Maske fahren, dann ist das völlig okay. Wenn Sie aber dann noch zumindest im Deutschen, in der Deutschen Bahn keine Maske aufhaben, dann kommt die Schaffnerin oder der Schaffner, könnte kommen und könnte sagen, Sie müssen eine Maske tragen. Und wenn Sie dann fragen, warum, aber in der Schweiz muss ich es doch nicht, dann werden die Ihnen entgegnen, nun, das ist nun mal die Gesetzeslage hier, das ist gesetzlich geboten. Und wenn man sagt, das ist geboten, dann bezieht man sich auf eine Form von Normativität. Aber ich möchte natürlich noch eine andere Form von Normativität davon unterscheiden. Sie ahnen es schon, das ist die moralische Normativität. Die gilt nicht irgendwie in der Deutschen Bahn oder nur oder in der Schweizer Bahn nicht oder so, sondern die gilt überall, wo wir sind. Die gilt sogar auf dem Mars oder der Venus, wenn man da überhaupt als Mensch unterwegs sein könnte. Und moralische Normativität ist in ihrem Anspruch häufig sogar so extrem, oder was heißt extrem, so universell ist vielleicht besser jetzt, dass viele Theoretikerinnen und Theoretiker sagen, wenn wir moralische Normativität begründen wollen, dann darf die nicht nur für Menschen gelten. Das ist wieder das Geltungsproblem, weil dann könnte man ja sagen, aber wenn es jetzt noch andere Personen außer Menschen gibt, sagen wir mal, intelligente Marsianerinnen und Marsianer, die sind vielleicht sogar noch intelligenter als wir. Auf dem Mars gibt es wahrscheinlich keine intelligenten Lebensformen, aber es ist doch prinzipiell nicht ausgeschlossen, dass es irgendwo im großen Universum
erdähnliche Planeten gibt, das gibt es, das wissen wir, auf denen vielleicht intelligente Lebensformen beheimatet sind. Zumindest ist es nicht auszuschließen. Es ist auch möglich, dass es mal vielleicht welche gegeben hat, die jetzt aber ausgestorben sind, oder dass es in ferner Zukunft mal welche geben wird auf Planeten, die nicht Erde heißen. Und wenn man jetzt eine sehr verbindliche Moral entwickeln würde, dann würde man sagen, sofern es intelligente Lebewesen sind, was Intelligenz ist, Rationalität müssen wir auch noch mal ein bisschen klären. Wir haben schon eine Sitzung dazu gemacht. Mache ich auch oben rechts dann den Link rein zu der Sitzung über Rationalität. Jedenfalls müssten diese Lebewesen, mit Kant gesprochen, empfänglich sein für kategorische Imperative. Also für die dürften kategorische moralische Gebote keine Überforderung bedeuten, sondern die müssten den Sinn, den tieferen Sinn von moralischen Geboten verstehen können. Und wenn sie das könnten, dann würde für sie auch diese Moral gelten. Jetzt habe ich hier natürlich noch eine weitere Form von Normativität angeführt, nämlich der ästhetischen Normativität. Man kann sich in ganz verschiedenen Bereichen Normativität denken. Sie können sich schon mal überlegen, was es für eine Art von Normativität sein könnte, wenn es um die ästhetische Normativität geht. Sie ahnen es schon, es geht um das, was schön ist. Auch Schönheit ist schwach normativ, könnte man sagen. Na, schön und hässlich, das sind nicht nur beschreibende Eigenschaften, sondern damit geht häufig auch eine Wertung einher. Ne? Aber Sie merken, was schön und was hässlich ist, das ist auch nicht so ganz klar. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber darüber werden wir heute auch noch ein bisschen diskutieren. Also, damit will ich nur sagen, wir sind jetzt hier weitergekommen im Bereich der Normativität. Und Sie ahnen schon, was hier in diesem freien Eck hier unten noch unterkommt. Da kommen alle im weitesten Sinne moralphilosophischen Fragestellungen unter. Ich habe deswegen hier nur so ein kleines Eckchen am Rand hier freigehalten, hier unten rechts, weil ich einfach nicht in Konflikt mit auch in diesem Semester stattfindenden Vorlesungen kommen möchte, die dezidiert dem Thema Moralphilosophie gewidmet sind. Deswegen werde ich auf dem Begriffsnetz hier nur im Kontext der Handlungstheorie, der praktischen Philosophie noch einen Raum eröffnen für Fragestellungen, die jetzt auch mit der Moralphilosophie in eine Beziehung treten. Ja, jetzt machen wir wie immer die Möglichkeit, haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen und dann geht es weiter im Programm. Ja, wir machen jetzt weiter mit dem heutigen Thema, was im Grunde genommen auch schon in der letzten Sitzung behandelt wurde. Da ging es um das Thema moralische Normativität. In moralisch habe ich jetzt in Klammern gemacht, weil, wie Sie bereits gesehen haben, es gibt auch noch andere Formen von Normativität. Manchmal sagt man, das sind dann schwachnormative Phänomene. Also Normativität von Norma, lateinisch, wie häufig hier Richtschnur, Maßstab, Regel, Vorschrift, rechter Winkel. Da sehen Sie schon, das ist übertragen. Also Normativität im Baugewerbe bedeutet, dass man schön den rechten Winkel einhält. Ja? Dass also das Haus nicht hier plötzlich mal mit 87 Grad irgendwie errichtet wird und dann neigt sich die Wand. Hier vielleicht in diesem Hörsaal könnte das sein. Deswegen wird er ja auch im nächsten Semester renoviert. Also, aber es gibt natürlich dann konkrete moralische Normativität, darauf gehen wir heute vor allem ein. Politische, juristische, ästhetische, das bedeutet, es geht um Geltung und Verbindlichkeit. Geltung und Verbindlichkeit erkennen Sie darin, dass an Sie ein Anspruch gestellt wird oder dass Sie auf sich, dass Sie ein Befehl, dass Sie Adressatin oder Adressat von Befehlen, von Hinweisen sind, häufig auch mit einer gewissen Macht verbunden. Also, das heißt, wenn man sich gegen die Normativität richtet, dann muss man häufig mit Konsequenzen rechnen, wie zum Beispiel in der Bahn, wenn man keine Maske trägt. Man kann sich jetzt natürlich über den Sinn der Masken treffen, streiten. Deswegen ist es bei Masken ja auch nicht so sehr eine moralische Normativität, sondern eher eine politische oder juristische Normativität, die eben abhängig von der jeweiligen Gesetzeslage ist. Normativität können Sie sich ganz leicht merken, die betrifft den Bereich des Sollens. Und deswegen sage ich jetzt Sollens, weil es gibt auch den Bereich des Seins. Was ist? Es gibt den Bereich, wo Sie sagen können, das ist so und so und so. Und es gibt den Bereich des Sollens. Natürlich kann man auch vom Bereich des Sollens sagen, der Bereich des Sollens ist so und so und so. Ich soll nämlich das und das tun. Also ist das natürlich auch so. Aber da wird natürlich eine Geltung betont,
die im Bereich des Seins so nicht zu finden ist. Also sein und sollen, die Begriffe müssen wir genau auseinanderhalten. Und so viel kann ich jetzt schon sagen, in der nächsten und letzten Sitzung in diesem Semester, diesem Jahr werden wir uns mit diesem Verhältnis von Sein und Sollen ganz intensiv befassen. Moralische Normativität betrifft jetzt die Frage, was soll ich tun? Und zwar generell in allen Situationen. Und nicht nur, wenn ich den Konstanz-Halbmarathon in einer Stunde laufen möchte. Ja, wenn ich mir diese Frage stelle, dann Sie erinnern sich, dann kommen wieder die hypothetischen Imperative, dann kommt der Befehl, der bedingte Imperativ, ja, du solltest jetzt anfangen, täglich so und so viele Kilometer zu rennen, du solltest deine Ernährung umstellen, du solltest vielleicht noch ein bisschen Krafttraining machen und du solltest jetzt einfach mal so diesen Plan folgen. Das ist instrumentelle Vernunft, hypothetische Imperative. Moralische Normativität betrifft die Frage, was soll ich schlechthin tun? Was soll ich grundsätzlich tun? Nicht nur in Konstanz, wenn ich lauflustig bin, sondern in allen Lebenslagen. Das ist diese Frage. Und diese Frage, was soll ich tun? Vielleicht wissen Sie, wer die gestellt hat. Die hat niemand Geringeres als Immanuel Kant aufgeworfen. Er hat die drei Fragen oder sogar vier Fragen aufgeworfen. Ja, was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Und alle diese Fragen betreffen eine philosophische Disziplin. Die Frage, was kann ich wissen, betrifft die Erkenntnistheorie oder vielleicht die theoretische Philosophie. Die Frage, was soll ich tun, betrifft die Moralphilosophie oder vielleicht auch die praktische Philosophie und so weiter und so fort. Dann gibt es die Religionsphilosophie und dann noch die Anthropologie. Was ist der Mensch? Und die politische Normativität oder juristische Normativität betrifft die Frage, wie soll ich in bestimmten sozialen Verbünden handeln? Ja? Welche Regeln gibt es? Welche Gesetzesgrundlagen gibt es? Die ästhetische Normativität bedeutet oder drückt aus, was ist schön? Welche Eigenschaften muss etwas besitzen, damit es halt schön gelten kann? Also immer wenn Sie solche Wörter wie gelten haben, Geltung beanspruchen, dann wissen Sie, da handelt sich schon um eine schwache oder starke Form, je nachdem, von Normativität. Und über Ästhetik, da sehen Sie, da kann man treffend streiten. Und ästhetische Normativität, wenn man überhaupt so sprechen kann, die hat sich natürlich im Laufe der Zeit geändert. Überlegen Sie mal, im Jahr 1700 hätten Sie ein Kunstwerk von Andy Warhol ausgestellt. Kennen Sie die Brillo-Boxes? Wer kennt die Brillo-Boxes? Ja, also das sind praktisch einfach so Kartons, ja, so Verpackungshüllen. Und die hat er einfach irgendwie aufgestapelt und gesagt, das ist jetzt Kunst. Um 1700 hätte man sie wahrscheinlich, also ich weiß nicht was, aber man hätte sie jedenfalls nicht Künstler genannt. Ja. Hätte gesagt, sie spinnen ja wahrscheinlich, ja, um 1700. Und sogar noch um 1900 hätte man es gesagt, sie wissen bestimmt, wie damals auf die Impressionisten reagiert wurde, auf die neuimpressionistische Kunst. Ein Kritiker hat geschrieben, das sind lauter Verrückte. Und in der Kunst ist eben so, dass da Normativität, wenn man so sprechen kann, sehr schnell Wandlungen unterliegt. Was eben um 1800 schön war oder als schön galt, muss man genauer sagen, das galt eben um 1900 schon nicht mehr als schön. Und mit der Mode ist es genauso. Das heißt, es ist sehr kurzlebig und vielen Wandlungen unterworfen. Wenn wir aber von Normativität im starken Sinne sprechen wollen, das heißt nicht nur bezogen auf bestimmte Zeitalter, nicht nur bezogen auf bestimmte Staaten und ihre juristischen Gesetze oder politischen, soziologischen Bedingungen, sondern generell für die Menschheit, universell, vielleicht sogar für intelligente Marsianer, dann meinen wir im Folgenden immer die moralische Normativität. Darum soll es also auch heute vor allem gehen. Und wir können jetzt hier eben drei Probleme unterscheiden. Und es ist zum Beispiel eine gute Frage jetzt für den Typ A, ne, für die Wissensfragen. So eine Frage könnte zum Beispiel in der Klausur drankommen. Und wir werden auch heute in der zweiten Hälfte der Vorlesung uns ein paar Klausurfragen mal anschauen, ein paar mögliche Klausurfragen und die mal gemeinsam lösen, dass Sie wissen, was auf Sie dazukommt. Also, wie können wir Normativität begründen? Das ist das Begründungsproblem. Für wen gilt Normativität? Das ist Geltungsproblem. Und wie können wir Normativität erkennen? Das ist Erkenntnisproblem. Die hängen natürlich alle aufs Engste miteinander zusammen, weil man mit guten Argumenten sagen kann, Normativität kann nur für jemanden gelten, wenn er auch den Sinn der Normativität erkennen kann. Wenn diese Regeln einem völlig
unverständlich sind und oder sogar prinzipiell unverständlich sind, weil man einen IQ von 185 braucht, um diese Normativität zu erkennen, man aber nur einen IQ von 100 hat, dann ist es schlecht. Und dann macht Normativität keinen Sinn. Wir gehen da auch noch genauer drauf. Nicht nur für wen es gilt, sondern wann es auch gelten kann, so ein Gebot. Diese drei Probleme sind sehr, sehr zentral. Damit will ich nicht sagen, dass es noch andere Probleme geben könnte im Kontext der Normativität. Das ist sicherlich möglich, aber die drei möchte ich jetzt einfach mal besonders hervorheben. Und jetzt kann man eben, wenn man jetzt uns den, wenn wir uns mal dem ersten Problem jetzt widmen, dem Begründungsproblem, kann man versuchen, moralische Normativität, wir gehen jetzt vor allem auf moralische Normativität ein, dadurch zu begründen, dass man sagt, ich beziehe mich hier auf den Rationalitätsstandard, also ich sage, über den Vernunftbegriff kann ich Normativität, moralische Normativität begründen, mit Bezug auf den Begriff der Vernunft, der Rationalität oder mit Bezug auf den Begriff der Universalität oder mit Bezug auf den Begriff der Autonomie. Und das möchte ich jetzt mal im Folgenden ein bisschen genauer erklären. Man kann jetzt sagen, wenn wir uns auf die Vernunft beziehen, das, was vernünftig ist, sollte auch getan werden. Es ist nicht gut, es sollte verboten sein oder wie auch immer, das zu tun, was unvernünftig ist. Natürlich kann man sich jetzt wieder fragen, was ist denn jetzt bitte schön vernünftig? Ja, für den einen ist das vernünftig, für die andere ist das vernünftig. Ja? Völlig richtig, wenn man dieses Argument einwirft. Aber man könnte zumindest jetzt mal am Vernunftbegriff ansetzen. Man könnte aber auch, das schließt sich jetzt, das ist auch nicht ein Konflikt mit dem Vernunftbegriff, sagen, das, was von universellem Interesse ist, das sollte auch getan werden. Ja? Also das, was eigentlich jeder will, und dann setzt man häufig hinzu, sofern er oder sie vernünftig ist. Das heißt, da sehen Sie schon wieder, universelles Interesse und Vernunft, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Man kann häufig für Universalität argumentieren, indem man sagt, das ist vernünftig und alles andere ist unvernünftig. Die Vernunft, die ist in jedem von uns, jeder von uns ist prinzipiell vernünftig. Man muss nur bei klarem Verstand sein und darf nicht der Willensschwäche unterliegen, hatten wir schon, oder vielleicht der Selbsttäuschung. Aber wenn man rational ist, dann sollte man den Sinn einsehen und so könnte man eben auch dann Normativität begründen. Man kann natürlich auch noch so argumentieren, dass man sagt, wir müssen moralische Normativität oder können sie dadurch begründen, dass wir sagen, nur wenn wir diese Regeln akzeptieren, diese moralische Normativität, nur dann können wir uns als wirklich frei oder genau gesagt autonome Wesen denken oder verstehen. Wenn wir keine moralische Normativität annehmen, dann können wir nicht frei autonome Wesen sein. Dann geht das nicht. So könnte man auch argumentieren. Und wir gehen gleich noch genauer auf diese drei Begründungsversuche ein, am Beispiel von Immanuel Kant. Jetzt möchte ich Ihnen noch mal ein Beispiel bringen aus der Geschichte der Philosophie, wer so argumentiert hat. Das war nämlich eben auch Rousseau. Sie erinnern sich noch an eine der ersten Sitzungen, mache ich auch oben rechts einen Link rein auf YouTube, der Gemeinwille bei Rousseau, der im Gegensatz steht zum Wille aller. Ja, dieser Gemeinwille, da könnte Rousseau davon sagen, ja, der ist vernünftig, das ist eigentlich ein vernünftiger Wille. Es ist ein Wille, der von universellem Interesse ist, ist ja der Gemeinwille und nicht nur die Summe der Partikularwillen. Und er vergrößert auch die Autonomie. Genau das sagt Rousseau über den Gemeinwille und dadurch begründet er seine Normativität. Man kann natürlich auch, wie Immanuel Kant es tut, sagen, wir setzen sowas wie den kategorischen Imperativ an, dass wir unsere Maximen vernünftig verallgemeinern und dadurch erst autonom werden. Das heißt, diese drei Strategien finden wir genauso bei Immanuel Kant. Und Sie merken, zwischen Kants kategorischem Imperativ und Rousseaus Gemeinwille gibt es sehr viele Ähnlichkeiten. Die Gemeinsamkeit ist, dass hier etwas verallgemeinert werden soll, und zwar universell. Der Unterschied ist, dass diese Verallgemeinerung bei Rousseau intersubjektiv ist. Da geht es um ganz verschiedene Individuen, die sich einigen. Und bei Kant ist es nur ein Individuum. Das soll ein Individuum sich intern gewissermaßen einigen, nämlich mit seinen verschiedenen Wünschen oder seinen Maximen. Da sollen die Maximen gewissermaßen einen Gemeinwillen bilden. Also das, was bei Rousseau politisch gedacht wird, mit verschiedenen Subjekten einer Gesellschaft. Das wird bei Kant
bezogen auf eine Person, die ihren Willen intern zu einer Art von Gemeinwillen bildet. Das ist eine ganz interessante Beziehung und Kant hat auch, wie er selbst gesagt hat, sehr viel Rousseau zu verdanken gehabt, ja, in ganz verschiedenen Hinsichten. Kategorischen Imperativ. Kennen Sie Handeln nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Da haben Sie jetzt zugleich dieses allgemeine Gesetz, da haben Sie dieses universelle Interesse und Sie haben auch so ein bisschen schon den Gedanken der Autonomie, weil Autonomie bedeutet Selbstgesetzgebung und hier haben wir das Gesetz drin. Gibt noch eine Formel. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck und niemals bloß als Mittel brauchst. Auch hier ist der Gedanke der Verallgemeinerung und zwar so, dass die Verallgemeinerung in der eigenen Person stattfindet. Das, was bei Rousseau der Gemeinwille ist, ist bei Kant dasjenige, was in einer Person stattfindet. Ja, die Menschheit in der Person. Der Gemeinwille in mir, könnte man sagen. Ja, so versucht Kant, Normativität auf moralischer Ebene zu begründen. Jetzt machen wir, können wir mal hier so eine kurze Diskussionspause machen und uns noch ein bisschen damit beschäftigen, mit der Frage nach der Begründung. Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, moralische Normativität zu begründen? Das wollen wir jetzt diskutieren. Ja, wir haben darüber diskutiert, wie man jetzt absolute moralische Normativität begründen kann. Und wir haben festgestellt, aus diesen ganzen Punkten hier vernünftig, universelles Interesse und wie sie alle heißen, Autonomie, Gemeinwille, daraus absolute moralische Normativität zu folgern oder abzuleiten, das ist gar nicht so einfach. Da muss man schon ziemlich viel Anstrengung unternehmen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Problem. Zum Geltungsproblem moralischer Normativität. Also jetzt haben wir erstmal die Frage diskutiert, wie können wir moralische Normativität begründen, das Begründungsproblem. Und jetzt kommen wir aufs Geltungsproblem. Das Geltungsproblem betrifft die Frage, für wen gilt oder kann oder darf moralische Normativität überhaupt gelten? Für wen gilt sie? Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten für alle Menschen, für alle vernünftigen und autonomen Personen oder auch für nichtmenschliche Tiere. Sie können sich jede mögliche Wesen vorstellen. Gilt es vielleicht auch für Pflanzen? Wohl eher nicht, aber dann muss man sagen, warum. Jedenfalls kann man das jetzt ein bisschen genauer bestimmen. Damit moralische Normativität für ein Wesen, immer natürlich auch für Kollektive, das ist immer ganz interessant. Diese Gebote richten sich natürlich auch an Gruppen, ne? Kollektive Personen. Damit sie gelten kann, muss es dieses Wesen diese erkennen und nach ihr handeln können. Wenn ich den Sinn dieser Normativität, dieses Gebots nicht einsehen kann, oder wenn ich gar nicht die Kraft habe, diesem Gebot zu folgen, also wenn ich überfordert bin, dann kann dieses Gebot eigentlich nicht für mich gelten. Dann bin ich nämlich überfordert. Das nennt man auf Englisch moral overdemandingness, also Überforderung. Ja? Ich gebe mal ein Beispiel. Normative Geltung scheint Freiheit und Autonomie vorauszusetzen. Kleine Kinder sind noch nicht deliktsfähig. Ich glaube, ab einem bestimmten Alter erst können kleine Kinder überhaupt gegen Normen wirklich juristisch auch verstoßen. Deliktsfähig heißt, sie müssen die Einsichtsfähigkeit haben in dieses Gebot, zum Beispiel ins juristische Gebot oder auch moralisch. Das ist natürlich jetzt vor allem auf der juristischen Ebene deliktsfähig, ja, Strafgesetzbuch und sowas. Ja. Es macht erst Sinn, wenn das Wesen, von dem wir sprechen, überhaupt den Sinn einsehen kann. Es gibt einen lateinischen Spruch, der heißt ultra posse nemo obligatum. Niemand wird über das Können hinaus verpflichtet. Also über das Können ist ultra posse nemo, niemand obligatur wird verpflichtet. Haben Sie eine Idee, was das bedeutet? Da können wir jetzt gleich genauer drüber diskutieren. Was bedeutet dieser Spruch und inwiefern ist er für unser Thema relevant? Ja, wir haben darüber diskutiert, ob Kant selbst diese These vertritt, dass ich kann, weil ich etwas soll. Und hier kann man natürlich treffend drüber streiten. Jedenfalls ist es klar, dass ich etwas erkennen
können muss und danach handeln können muss, damit es für mich Geltung haben kann. Und zwar absolute Geltung. Jetzt kommen wir zur Erkenntnis. Das greife ich jetzt nochmal an. Auf Erkenntnisproblem. Wie kann ich jetzt erkennen, was moralisch gilt? Moralische Normativität, zum Beispiel moralische Gebote, kann dadurch erkannt werden, dass man ihr Gegenteil als vernunftwidrig bzw. logisch widersprüchlich erkennt. Ein Beispiel wäre der Maximentest bei Immanuel Kant. Ja? Und jetzt will ich Ihnen das mal demonstrieren, wie Kant das sich denkt. Also wie Kant jetzt zeigt, dass ich objektiv absolut erkennen kann, was von mir moralisch universal gefordert wird. Also bringt das Beispiel, ich habe es mir zur Maxime gemacht, mein Vermögen durch alle sicheren Mittel zu vergrößern. Sichere Mittel heißt, wenn ich dadurch keine Probleme bekomme, wenn es halt irgendwie geht. Dann geht es weiter. Jetzt ist ein Depositum in meinen Händen, dessen Eigentümer verstorben ist und keine Handschrift darüber zurückgelassen hat. Das ist deswegen wichtig, dass der Eigentümer verstorben ist und keine Handschrift darüber zurückgelassen hat, weil ich jetzt ein sicheres Mittel habe, mein Vermögen zu vergrößern. Ein sicheres Mittel heißt, mir kann niemand einen Strick draus drehen, weil es ist nirgendwo vermerkt, dass ich das Depositum habe. Was ist denn ein Depositum? Depositum kommt von Lateinisch. Deponere heißt einfach abgelegt, abgesetzt. Einfach eine Leihgabe, könnte man sagen. Ja? Da gibt es eine riesen Debatte drüber. Also ich würde jetzt mal sagen, ein Leihgegenstand, etwas Entliehenes, kann man noch im Detail weiter drüber sich unterhalten. Ich habe mir etwas geliehen und derjenige, von dem ich mir das geliehen habe, der hat es nirgends mehr vermerkt, sodass nach seinem Tod niemand weiß, dass es eigentlich nicht mein Gegenstand ist, eigentlich der Gegenstand der verstorbenen Person. Und laut üblichem Brauch würde nach dem Tod dieser Person, die mir den Gegenstand verliehen hat, eigentlich die Nachkommenschaft in Frage kommen als Eigentümerin. Ja? Und jetzt wende ich, sagt Kant, jene Maxime, die Maxime, mein Vermögen durch alle sicheren Mittel zu vergrößern, auf diesen gegenwärtigen Fall an, dass die Person, die mir den Gegenstand geliehen hat, verstorben ist. Und ich frage, ob sie wohl die Maxime, die Form eines Gesetzes annehmen, mithin ich wohl durch meine Maxime zugleich ein solches Gesetz geben könnte, dass jedermann ein Depositum ableugnen dürfe, dessen Niederlegung ihm niemand beweisen kann. Also, das heißt, jetzt müssen wir diese Maxime einfach versuchen zu verallgemeinern. Vernünftig verallgemeinern, sprich auf Widersprüche hin überprüfen. Und er sagt jetzt, Kant jedenfalls, ich werde sofort gewahr, dass ein solches Prinzip, als eine solche Maxime, wie er sie hier vorgestellt hat, als Gesetz, also als universalgültig, für alle vernünftigen Wesen gültig, sich selbst vernichten würde, als in einen Widerspruch führen würde, weil es machen würde, dass es gar kein Depositum gäbe. Also Kant versucht jetzt hier nicht nur die Erkenntnis moralischer Normativität, das sagt er hier, ich werde gewahr, das ist eine epistemische, eine erkenntnistheoretische Einstellung, ich werde mir dessen bewusst, ich erkenne, und zwar sofort, sagt Kant, dass diese Maxime unmoralisch ist, dass diese Maxime mit der Normativität kollidiert. Das erkenne ich sofort. Kant sagt aber noch mehr. Er sagt sogar auch, ich erkenne es nur, nicht nur, sondern eigentlich erkenne ich sogar die Begründungsstruktur. Also ich kann sagen, aus der Erkenntnis auch die Begründungsform von moralischer Normativität ableiten, nämlich, dass es sich nicht widersprechen darf, dass es nicht in einen Widerspruch führen darf, wenn ich die Maxime vernünftig versuche zu verallgemeinern. Und darüber wollen wir jetzt kurz diskutieren. Wie ist denn das zu verstehen, dass es machen würde, dass es gar kein Depositum gäbe? Ist das ein Widerspruch, der irgendwie Normativität begründen lässt oder erkennen lässt? Diese Frage wollen wir uns jetzt hier gleich in der Diskussion widmen. Ja, das ist eine spannende Diskussion, ob aus diesem Widerspruch, wie auch jetzt genau dieser Widerspruch zu verstehen ist, inwiefern da jetzt eine
Erkenntnismöglichkeit der moralischen Normativität liegt und vielleicht sogar auch eine Möglichkeit, moralische Normativität absolut zu begründen. Folgt aus diesem Widerspruch wirklich was oder könnte man sagen, da folgt gar nichts draus? Riesendebatte, wie immer in der Philosophie. Jetzt gebe ich noch kurz einen Ausblick auf die nächste Vorlesung. Da haben wir es zu tun mit dem Problem von Sein, also Deskriptivität. Deskriptivität heißt, ich beschreibe etwas, ich sage, etwas ist so und so und so. Und dem Sollen, das ist die Normativität. Wir sind heute schon darauf eingegangen. Die Frage, die wir uns stellen werden, ist die, inwiefern kann es ein Übergang vom Sein, also von beschreibenden Sätzen, von Zuständen, zum Sollen geben? Wie kann ich das begründen? Ja? Oder kann ich das Sollen gar nicht über das Sein bestimmen? Oder kann es gar keinen Übergang vom Sein zum Sollen geben? Wir werden zwei Formen eines kritischen Arguments gegen einen möglichen Übergang diskutieren. Von David Hume, den haben Sie schon kennengelernt, der hatte bestritten, dass Moral normativ oder Vernunft moralisch sein kann. Ja? Dieser Ritz im Finger, ja, ich mache oben rechts den Link rein. Von David Hume werden wir eine Passage lesen, der Sein-Sollens-Fehlschluss. Und wir werden von G.E. Moore, das ist einer Zeitgenosse von Wittgenstein, so im 20. Jahrhundert, erste Hälfte 20. Jahrhundert ungefähr, im englischen Bereich, G.E. Moore, den sogenannten naturalistischen Fehlschluss, genauer den Naturalistic Fallacy. Fallacy kann man als Fehlschluss interpretieren, kann man aber auch anders interpretieren. Jedenfalls die Auffassung, dass man gut, das Prädikat gut, mit natürlichen Eigenschaften, überhaupt mit Eigenschaften bestimmen kann. Das werden wir auch behandeln, diese Problematik. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir gehen jetzt hier im Seminar weiter auf die Übungsaufgaben.